So, da sind wir schon direkt bei der nächsten Tagesaufgabe, nämlich durchsuche Truhen bei Brennpunkten. Also bei Brennpunkten ist eigentlich ganz einfach zu erklären, aber das zeige ich euch direkt in Gruppenkeile. Wie gesagt, geht in Gruppenkeile, wird am einfachsten werden. Denke ich mal eigentlich. So, ihr seht unten, uns fehlen noch 5 Abonnenten. Also wenn ich dich schon mehrmals helfen konnte, lass gerne dein Abo da. Wie gesagt, kostet dich nichts, ist nur ein Klick im Prinzip. Für mich ist es wichtig. Du hast dann noch selbst die Möglichkeit, 10 € zu gewinnen mit unserem Paysafe-Code. Wenn du ein bisschen meine Videos verfolgst, wirst du ruckzuck merken, alle 10 Abonnenten kommt da unten eine Zahl hinzu. Und somit wird der Code immer leichter zu knacken. Für die Fragezeichen immer nur eine Zahl, keine Buchstaben, immer nur Zahlen hinzufügen. Und mit viel Glück wirst du den Code knacken. Wenn du den Code geknackt hast, gerne in die Beschreibung schreiben, dann weiß ich nämlich, der Code wurde geknackt und ich kann schon einen neuen reinmachen. Ich gucke natürlich auch nicht alle halbe Stunde nach. Oh, ist der Code geknackt? Wäre halt schon eine Hilfe für euch alle. Aber wie gesagt, ich schenke euch hier immer die erste Zahl. Von daher macht euch da mal keinen Kopf, falls es mal später wird. Ich würde euch dann auch die ersten zwei geben. Wäre auch nicht schlimm. So, dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt mal rein in die Aufgabe. Nämlich direkt mal gucken, wo der Brennpunkt ist. Der Brennpunkt ist in dieser Aufgabe da oben. Heißt, wir müssen eigentlich da oben hin. Das funktioniert hier in dieser Runde nicht. Gehen wir direkt noch mal eine Runde rein. Gerade überlegen, ob ich doch lieber Arena Solo machen soll, weil da gehen die Leute eigentlich nie zum Brennpunkt. Wenn vielleicht einer oder so. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier 20 Mal hin und her zu fliegen. Solo ist noch drin, alles klar. Probieren wir es mal Arena Solo. Und ihr habt ja jetzt gesehen, die Brennpunkte sind da, wo die Schrift von dem Ort, der benannt ist, so golden ist. Da fliegen halt diese Drohnen rum, aber wir sollen da halt normale Truhen öffnen. Ist eigentlich eine simple Aufgabe, aber ich will euch halt trotzdem nochmal gerade auf der Karte zeigen, wenn der Surfer dann mal mitmacht. Da. Und ich sehe gerade, uns fehlen echt nur noch 4 Level. Müsste eigentlich dann am Donnerstag Level 100 sein. Und vielleicht habe ich auch noch 65, aber müsste eigentlich gehen. Dass ich da auch den Skin habe. Aber wie gesagt, mein Hauptmerkmal liegt jetzt gerade wirklich bei FIFA. Wer ein bisschen den Kanal verfolgt, sieht auch, dass ich dann immer live bin zurzeit. Auch gleich, wenn ich hier das Video hochgeladen habe, eine halbe Stunde später gehe ich auch da live. Also ich schätze mal so um 6:30 rum oder so. Allerspätestens. So, wo haben wir denn hier den Brennpunkt? Wieder im Junk Jackson. Okay. Also wie gesagt, da seht ihr goldener Schriftzug und da müssen wir hin und da müssen wir auch die Truhen öffnen. So. 1,2 Kilometer. 3, 2, 1, los. Und wir werden das safe nicht alleine landen, weil es halt direkt am Anfang ist. Aber es werden auch viele zu Pleasant Park rübergehen. Ja, wir werden es jetzt einfach mal sehen. Einer ist definitiv bei uns. Ich meine, klar, in einer Runde ist es eh nicht machbar. Wo landet er? Landet er unten? Dann lande ich nämlich oben. Ja, hier ist schon die erste Kiste drunter. Oh, halt verkackt. Jetzt muss ich schon rein. Ja, beim Sortieren und er steht vor mir. Aber, oh Mann. Aber wie gesagt, wei. Wie sind denn die Hausaufgaben? Wie gesagt, ihr seht jetzt 1 von 7, macht das Ganze halt 7 Mal und schon habt ihr es geschafft. Ist eine simple Aufgabe. Ihr werdet zwar mehrere Runden wahrscheinlich spielen müssen, aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. Hier, das war halt der Fail des Jahrtausends gerade. Ich wollte nämlich gerade die Waffe wechseln. Also der scheint an sich nicht schlecht zu sein. Aber wir gucken dann einfach mal. In dem Sinne würde ich sagen,
ich halte die Videos auch jetzt nicht mehr so lange. Ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit der Aufgabe und haut.